Hallihallo, jetzt zurück zu einer wundervollen neuen Folge. Assassin's Creed Odyssey und fragt lieber nicht, was hier wieder in der Pause passiert ist. Da drüben hat ein Wolf den Anführer angegriffen und seine Bande. Die waren dann beschäftigt, dann habe ich den König einfach umgebracht von Megaris mal wieder. Daraufhin waren die anderen dann mad auf mich. Haben mich verfolgt, dann habe ich die alle platt gemacht. Naja, und dann ging der andere Spaß weiter, weil dann kamen ja wieder entsprechend hier, wie heißen sie? Söldner, hier Kopfgeldjäger und sowas auf mich zu. Und haben dann auch Spaß gemacht. Naja, gut, jetzt sind wir wieder hier. Und wir wollen ja eigentlich bloß die Kultistin da hinten platt machen. Aber ich glaube, es wird uns nichts anderes übrig bleiben, als dann einfach zu sagen, okay, dann werden wir wahrscheinlich einen großen Teil der Plattform hier platt machen dürfen. Oder der Festung. Ansonsten komme ich ja nicht wirklich hin. Versuch's natürlich mal ein bisschen einfacher und, ne? Aber ich weiß nicht, ob es klappt. Guck mal. Dass das jetzt so geklappt hat, hätte ich zum Beispiel auch niemals gedacht. Weil der war ja eigentlich viel zu stark. Aber anscheinend. Aus welchem Grund auch immer hat es geklappt? Okay. So, du musst noch weiter weggehen und du musst noch einmal rumgehen. Na doch, es könnte klappen. Ja, ich glaube, ich gehe jetzt doch hier hinten rum. Weil die ist da unten relativ alleine jetzt. Was ist das für ein Geräusch? Ne, komm doch mal hoch. Ah, genau. War ich doch wieder zu. Du entkommst mir nicht. Kurz Kopfgeld zahlen. Obwohl, Mist, hätte ich auch den einen einfach umbringen können. Na? Du hier und nicht in Hollywood. Wie geht's? Wie steht's? Da komm ich nicht mit. Lang ist's her, aber du bist zurück. Sehr schön. Freut mich. Was habe ich so in der Zeit ohne dich gemacht? Ah, es war traurig, Jojo. Es war alles traurig. Ach ja, du. Wir haben ganz schön viel gemacht und getan und erlebt, sage ich jetzt mal so. Einiges an Spielen durchgezogen. Ja, ach,
Weißt ja, wie es ist, ne? Aber war auch schön, ja. Doch, sind einige neue Leute mit dazugekommen. Man hat einige Bekanntschaften geschlossen, so. Ja, das ist schon ganz schön. Was hast du so gemacht? Ich weiß nicht, ob der da... Nachsehen. Ja, sieh mal nach. Ich glaube, ich muss hier doch fast alle wegmachen. Das wird sonst nichts. Was jetzt? Hinter uns. Okay, bringen wir es hinter uns. So leicht kommst du mir nicht. Doch. Ruhig. Boah, das ist anstrengend, die Leute hier. Geht die da rüber? Ach Mann, das ist doch doof. Ich muss doch bloß diese blöde Kultistin da hinten wegbringen. Mit wegbringen meine ich übrigens. Aber war ja wieder klar, dass das Militär hier mit den Kultisten wieder eine Sache macht. Warum seht ihr mich noch? Du bist mir nicht gewachsen. Ne. Doch, bin ich. Ihr kennt mich nicht, ihr kennt mich nicht, ihr seht mich auch nicht. Jetzt clever bin, steht da drüben so vollkommen alleine rum. Wenn ich jetzt ein bisschen Glück habe, dann sind die da noch abgelenkt. Das könnte klappen. Bin so klug. K-L-U-K. Ich werde euch alle erledigen. Sehr schön. So, Terra besiegt. Vielleicht wird das Athens Macht erschüttern.
Ja, aber das ist doch super. Haben wir hier wieder unseren Spaß gehabt. Haben noch irgendwo eine Quest anscheinend wieder mal einfach mal so mitgenommen. Wie immer. Einiges an Loot haben wir auch mitgenommen. Auch wie immer. Das ist doch schön. Das ist doch angenehm. Ja, den da drüben muss ich noch mitnehmen. Es tut mir voll leid, ne? Für euch jetzt auch. Aber ich muss das einfach machen. Kann den da nicht so stehen lassen. Sehr schön. Gut, haben wir's? Ja, komm, ich hau einfach mal ab. Sag mal, Jojo, hattest du nicht noch Schule gemacht? Oder so? Doch, ne? Wie läuft's da? Hermann wartet auf dich! Na, oh, gut, ja. Das geht ja schon wieder gut los, ja. Strandgut, ja. Noch eine Quest. Was wir hier alles für Quests bekommen. Einfach nur, weil wir uns in irgendwelche Sachen einmischen, in die wir uns nicht einmischen dürfen. Oder sollten. Schlimm. So, dann zeig mal her. Reden. Hast du das gehört? Unsere Nachschublie. Du bist fern von Sparta-Spion. Gibt es etwas, bei dem dir eine Söldnerin behilflich sein könnte? Was ist der Unterschied zwischen einem Hund und einem Athener? Ich weiß nicht. Tötest du seinen Herrn, wird der Hund dich beißen. Aber Athener laufen ohne Anführer mit eingeklemmtem Schwanz davon. Schlagen wir eine weitere Lücke in ihre oberen Ränge. Bittest du mich, den Athener-Befehlshaber zu töten? Die Götter zeigen sich gnädig. Das ist genau, was ich will. Du weißt es noch nicht? Das wurde schon erledigt. Von mir. Gut gemacht. Sparta steht in deiner Schuld. Ein Dankeschön. Danke. 72 Leder. Sehr gut. Strandgut, ja? Plündere die Truhe. Oh, sehr gut. Das machen wir doch gerne. Achso, ja, das machen wir nachher, das Inventar. Strandgut. Quest hier, also die ganzen dynamischen Quests hier und dann da noch. Also man kann sich wirklich, glaube ich, wirklich unendlich durchgrinden, was das hier angeht. Es ist einfach so viel immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder zu tun. Wenn du diese ganzen kleinen Quests mitmachst oder mitnimmst, ist ja... Richtig krank. So, was haben wir hier? Was haben wir zu erwarten? Geld. Gut. Nice. Sehr schön. Okay, gut. Ach ja, hier, Kultisten, oder?
Gefundene Hinweise 2. Der Weise ist ein Spion. Der Weise heißt der Schatten. Symbol auf Elpenors Umhang. Einzelnes Auge. Ganz offenkundig das Zeichen eines Spions, eines Wahnsinnigen oder beides. Warnung an Sotera. Sotera, sei gewarnt. Der Schatten weiß, dass du etwas vor ihr versteckst. Sie sieht alles. Von allen Weisen musst du sie am meisten fürchten. Ich hörte, dass sie das andere Kind der Blutlinie geradewegs zu dir führt. Ich weiß nicht wie, aber du musst fliehen. Okay. Tja, dann müssen wir jetzt wahrscheinlich erstmal den Kentaur von Euboea niedermachen. Dann finden wir den. Wenn wir den haben, oder die, dann finden wir das. Und dann könnten wir das erste Mal hier einen von den großen Weisen dann niedermachen. Hätte ich jetzt auch nichts dagegen. Hätte ich jetzt auch nichts dagegen, bin ich ehrlich. Eto die Tilgerin. Okay, gut. Dann würde ich jetzt... Oh, Brison. Also ich würde dann schon ganz gerne einfach mal hier rüber tückeln. Weil, naja, gehört halt zu Attika. Salami-Insel. Lecker. Vegane Salami habe ich noch nicht probiert. Würde ich aber gerne mal. Wenn er da was, wenn er da eine gute kennt, sagt mal Bescheid. Und vielleicht können wir dann gleich Brison noch mit ausnocken. Aber ich befürchte fast, dass wir das diese Folge nicht mehr schaffen mit dem Ausnocken von Brison. Aber ja, wer weiß. Ich guck mal ganz kurz hier rum, ob ich vielleicht hier noch ein kleines Bötchen finde. Ansonsten schwimme ich das einfach mit rüber. Ich meine, was soll da schon groß passieren? 5 Sekunden später, Haiangriff, 50 Haie. Wow. Na gut. Heißt, Brison scheint aber direkt hier am Wasser zu sein, ne? Ich denke, das ist wieder irgend so eine Athener Festung. Oder zumindest ein kleines Militärlager. Und da scheint das kleine Brisönchen zu sein. Das Brisönchen. Vielleicht auch Muttersöhnchen. Oder Vatersöhnchen. Warum ist Muttersöhnchen eigentlich so eine Beleidigung? Marmorsteinbruch von Salamis. Salamis? Salamis? Die Betonung finde ich immer sehr schwierig. Also ist nicht intuitiv. Probier es mal so rum. Befehlshaber, Kriegsvorräte, Ostrakon-Rätsel und Schätze plündern. Das sieht schon wieder nach was Großem aus. Was ist das da für ein Symbol? Soll das einfach nur ein Marmorsteinbruch sein? Oder Steinbruch halt generell? Das sind einfach Leute. Viele krasse Typen oder Soldaten sind hier gar nicht. Okay. Ja, schauen wir mal. Mist! Habe ich nicht aufgepasst. Ah, Mann. Er war zu stark für einen ganz normalen kleinen Angriff.
Wäre eigentlich nicht so viel Aufsehen erregen. Wäre eigentlich aber auch nicht so viel Kopfgeld auf mir sammeln. Vor allem nicht jetzt so kurz vor Folgenende und sowas. Und auch noch streamen. Ja. Nier der wirbelnden Klingen. Aha. Ich muss den Tod ja noch hier drüben bestätigen, ne? Also ich bin noch nicht aus dem Schneider. Erstmal kurz gucken. Wer ist jetzt diese Person? Geil. Hat Probleme mit Pfeilen. Sehr schön. Aber sieht mich natürlich. Wie auch immer die mich gesehen hat. Aber ist gar nicht so verkehrt. Ich glaube, wenn ich einen Söldner kille, zählt das nicht als Mord. Also nicht auf meine Kopfgeldjäger-Geschichte. Und dann kann ich diesen anderen Typen hier, diesen Befehlshaber oder was weiß ich, das ist, kann ich dann killen. Und das sieht er dann auch kein anderer, würde ich sagen. Da so schlecht laufen und Co., wenn man da diesen Raubtierschuss macht. Das ist immer so ein bisschen. Mord. Also zählt nicht zum Mord hinzu. So wie ich es gesagt habe. Traumhaft. So, okay. Sehr schön.
Ja, das ist mal wahrscheinlich wieder unter der Erde. Mal wieder drunter geglitscht. Ist ja jetzt in den 4 Stunden Stream und Aufnahmesession. Ist das ja nicht nur, weiß ich nicht, 30. Mal oder so. Heldenkampf fand schon mal. Ja, sehr gut, sehr gut. Warum suchen die dann da immer noch eigentlich? Mal da hoch. Na doch, ihr seid immer so langsam. Ich meine, klar, die könnten jetzt... kennen das tatsächlich, ne? Nee. Sie haben es doch nicht erkannt. Ah. Aber ich war zu schnell wieder raus. Sieht mir sonst nicht. So, das heißt, wir haben jetzt noch einen. Naja, was ist denn das? Befehlshaber? Nee. Ja, irgendwas Größeres und noch 2 kleine Soldaten. Kapuze. So, Schatzklauen. Ja, ich meine, der dort oben, der stört uns ja erstmal nicht, ne? Er wird uns in aller Regel nicht sehen. Schreit zwar ziemlich viel rum, aber sonst passiert da jetzt eigentlich nicht viel. Gut. Ah, und Level 37. Sehr cool. So muss das. Haben wir eigentlich das Ziel, was ich noch erreichen wollte, aber eigentlich geschafft. Sehr schön. Gut.
Ich würde sagen, dann lassen wir das jetzt hier aber auch sein für heute. Das passt ganz gut eigentlich. Ich kann mir hier schon mal diesen, ne, das Unterwasser-Ding, das kann ich mir schon mal herziehen und ja, mal gucken. Ja, ich glaube, das mache ich mal noch. So, warte mal, Kultisten haben wir ja noch ein was. Ja? Okay, da müssen wir jetzt aber trotzdem nicht allzu viel davon. Weise ist in die Politik Athens verstrickt. Das sollten wir vielleicht auch mal noch überall mit durchlesen, ne? Von denen dann, die wir wenigstens erledigt haben. Dann machen wir hier Brison oder Bryson. Attischer Seebund, das ist immer die Linie. Das eine ist die Silberader, das hier ist der Attische Seebund und so weiter. Wie es bei jungen Männern, die zu hübsch, zu reich oder beides sind, stets der Fall war, lebte Brison als Schwächling, der sich zu leicht von anderen ausbeuten ließ. Im Kult sah er eine Möglichkeit, dies alles zu ändern. Er würde stark, gefürchtet und geachtet werden. Im Gegenzug schwor er dem Kosmos, jeden zu foltern und umzubringen, der sich dem Kult entgegenstellte. Schriftrolle von Phidias Informant. Mutter, wenn du das hier liest, dann verlass bitte Athen. Finstere Mächte verschwören sich hier. Sie haben Künstler im Auge, glaube ich. Und neben Phidias bist du die Bekannteste. Vater wird sich weigern. In diesem Fall musst du ihn zurücklassen. Ich bin bereits aufgebrochen. Dieses Mal in Richtung unseres Marmorsteinbruchs auf Salamis. Dort sollte ich sicher sein, aber folge mir nicht. Wenn sie mich finden, würden sie auch dich finden. Ich mag dein Leben nicht aufs Spiel setzen. Du sollst nur wissen, dass ich alles, was ich getan habe, für den Ruhm unserer Familie und den des Bundes tat. Schreibe mir, sobald du sicher außerhalb der Mauern bist. Brison. Ja, das war's dann jetzt, ne? Gut, bin gerade am Überlegen, aber ich mache das hier eigentlich häufiger mittlerweile, weil es einfach ein schönes Teil ist, wo man jetzt einfach vom Playstyle her sagen kann, okay, am Anfang macht man vielleicht doch noch ein bisschen mit diesem Raubtierschuss und so, ne, mit dem Raubtierschuss hier. Ne, macht so ein bisschen sein Zeug, hat dann aber vielleicht alles Adrenalin verbraucht und dann geht man hierher mit dem Zorn der Blutlinie und sagt, auf geht's. Aber so richtig viel Schaden macht der ja jetzt auch nicht unbedingt. Zumindest bei den Großen wieder nicht. Kann aber sein, dass es halt wirklich einfach nur an den großen Gegnern liegt. Ansonsten würde ich auch das hier ganz gerne ausprobieren. Weil dann insgesamt 3 Leute auszuschalten damit, das hat schon was. Okay, das überlege ich mir mal. Machen wir mal nicht jetzt. Alles klar. Dann vielen Dank fürs Zusehen. Macht es gut. Cheerio. Ciao.